Wir sind in Mexiko. Letzte Woche war der 2. November. In Mexiko einer der wichtigsten mexikanischen Festtage. Es ist Dia de los Muertos oder auf Deutsch Tag der Toten. An diesem Tag wird traditionell an die Verstorbenen gedacht. Schon Mitte Oktober beginnen die Vorbereitungen für den Tag der Toten. In Mexiko gibt es noch 100 indigene Sprachen. Hier hören Sie eine Frau aus einem Dorf in den Bergen von Oaxaca. In dieser Region werden mehr als 7 indigene Sprachen gesprochen. Was man hier hört, ist Chinantekisch. Der Tag der Toten wird in jeder Region auf seine eigene Art und Weise gefeiert. Viele Menschen gehen am Dia de los Muertos auf die Friedhöfe und schmücken die Gräber ihrer Verstorbenen. Das Brauchtum zum Tag der Toten wurde 2003 von der UNESCO zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit ernannt. Nach altmexikanischem Glauben kommen die Toten einmal im Jahr zum Ende der Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen. Der Tag der Toten ist für die Mexikaner ein Teil des Lebens.